Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um Haarpflegeprodukte. Genau, und was sich alles so angesammelt hat, was ich alles schon ausprobiert habe. Genau, und so ein bisschen Pflegetipps. Ich habe gerade ein neues Shampoo ausprobiert, für mich neu. Und zwar gehört das eigentlich meiner Schwiegertochter, ne? Und zwar hat sie von Garnier Fructis diese Produkte, Spülung und ein Shampoo. Und das habe ich jetzt heute mal ausprobiert. Sie sagte, probier das aus, das ist so toll. Mit Aloe Vera, ne? Feuchtigkeitsshampoo zum Beispiel für normales Haar. Ohne Silikone für ein natürliches Haargefühl. Genau. Und die Spülung dazu, auch mit Aloe Vera. Ja. Und ich bin begeistert. Ich habe das heute das erste Mal gemacht. Keine Haarkur, nichts weiter drin. Also ich habe jetzt echt nur einmal damit gewaschen und die haben einen so schönen Glanz. Ja, da kann ich schon gleich sagen, das kann ich auch weiterempfehlen. Da hat sie recht. Das ist richtig, richtig toll. Von Fructis, ne? Genau, von Garnier Fructis. Aloe Hydra Bomb heißt das. Genau, ich tue das mal ein bisschen zur Seite. Ich habe hier nämlich eine ganze, ganze Menge an Shampoos und an Pflegeprodukten, die ich euch zeigen möchte. Und die habe ich hier jetzt alle aufgereiht. Ich fange auch gleich mal an mit den Produkten, die ich so Leave-In, Spülungen, Haarkuren. Und ich habe hier zum Beispiel noch dieses hier, das ist ja Naturkosmetik von Niche Beauty Labs. Das sind mit Arganöl, Spirulina und das ist ein Haarserum. Das hatte ich ja auch noch, habe ich noch nicht so lange. Das andere Haarserum, auch von der Firma, habe ich schon aufgebraucht, war ganz schön. Und ich bin jetzt mal auf dieses gespannt. So sieht das aus. Und das möchte ich, jetzt schüttle ich mal ein bisschen, weil das sieht so aus, als wenn das so ist, sonst so absetzt. Ich habe das ja für 2,99 bekommen in diesem Secret Sale, ne? Genau, ich muss mal gucken, wie geht das? Ja, das ist so wie ein Öl halt. Das nehme ich dann so zwischen die Finger und verteile mir das. Ja, das hat einen ganz, ganz leichten Duft, fast gar nicht. Das macht aber nichts, muss ja auch nicht, ne? Ja, ein Haarserum. Das probiere ich heute das erste Mal aus. Das andere war so zum Reinsprühen mit so einem Pumper. Das war auch gut. Auch ein Haarserum, auch von Niche Beauty Labs. Oder Niche Beauty Labs, so heißen die. Ne? Ja, Naturprodukt. Und ja, das haben wir das auch mal ausprobiert. Genau, also. Also einmal habe ich ja dieses Serum jetzt. Da kann ich dann aber auch erstmal was sagen, wenn ich es vielleicht ein paar Mal verwendet habe. So ist es schön. Hat einen ganz, ganz leichten Duft, nicht zu doll. Ist auch okay. Und ja, ist halt auch etwas, das drin bleibt. So ein Haarserum. Ich habe ja hier echt viele. Dann habe ich ja zum Beispiel von Balea Feuchtigkeit Haarmilch, ne, mit Kokosnuss. Dieses hier hatte ich, glaube ich, in einem Haul mal gezeigt. Auch richtig, richtig schön. Ist so eine cremige Konsistenz. Kann mir auch noch ein bisschen von reinmachen. Über das Serum. So schaut das aus. Riecht schön nach Kokos und ja, riecht echt toll. Ich mag ja Kokosduft, das muss man dann mögen, ne? Hab viel mit Kokosduft, also viele Haarpflegesachen mit Kokosduft. Ja, seht ihr, ne? Richtig schön. Ich mache das immer nicht bis zum Ansatz, sondern nur in die Längen, weil der Ansatz bei mir schnell fettet, ne? Dann braucht man das nicht so genau. Ja, das ist richtig schön. Würde ich mir also auch wieder kaufen, ne? Von Balea. Finde ich ganz, ganz toll. Jetzt habe ich hier ein Haar. Diese Haarmilch. Balea. Kann ich empfehlen. Ich packe mal weg, was ich schon gezeigt habe, sonst komme ich durcheinander. Dann habe ich ja noch ganz, ganz viele Produkte
Leave-In-Produkte hier. Ich habe einmal von Garnier Fructis, das war mal in der Glossy Box, glaube ich. Erst habe ich gedacht, oh, ist nicht so toll, aber ihr seht schon, ich habe einiges verbraucht. Finde ich doch richtig toll. Vor allen Dingen ist das ja auch gleich Hitzeschutz, Antifriss, Anti-Luftfeuchtigkeit, bändigt das Haar, spendet Feuchtigkeit, gibt Glanz, repariert, ne? Anti-Haarbruch, Anti-Spliss und beschwert nicht. Ja, und wie ihr seht, gefällt es mir jetzt doch, habe ich schon einige Male gebraucht. Finde ich auch richtig gut, ne? Von Garnier. Dieses, ne, nach dem Haare waschen, einfach ins Haar kneten, dann könnt ihr föhnen oder auch nicht. Also auch wenn ihr es nicht föhnt, ist das eine super Pflege. Genauso ist das mit dem Haaröl, das hatte ich auch schon mal gezeigt, von Isana 2 in 1. Na, das ist auch so ein pflegendes Haaröl, Jojobaöl mit Mandelblütenduft, für beanspruchtes und langes Haar, 2 in 1, intensiv Hitzeschutz bis zu 230 Grad, ja, für glänzende Spitzen. Na, das habe ich mir auch schon wieder nachgeholt, weil das finde ich auch toll. Na, kann man auch, wie gesagt, nur als Haaröl verwenden. Ich föhne meine Haare auch nicht immer, trocknet die Haare ja dann doch sehr aus, aber auch als Haaröl super. Oder als Hitzeschutz, wenn ihr sie föhnt oder mit dem Glätteisen, ne? Genau, das. Dann habe ich von Isana Antifriss Express Sprühkur. Diese hier. Auch mal so schnell reinsprühen. Mache ich auch gerne ins trockene Haar. Ich wasche ja jeden zweiten Tag und dann, wenn sie dann ja nicht so toll sitzen, ich mache die einfach damit nochmal nass und knete mir das ein bisschen zurecht. Und dann sieht das ganz frisch wieder aus. Auch am zweiten Tag. Also, ne, mit dieser Isana Antifriss. Dreifach Ölkomplex ohne Ausspülen, sofort leichte Kennbarkeit. Das ist mit Arganöl, mit Babasöl mit und Aprikosenkernöl für strapaziertes und trockenes Haar. Ja, ich habe meistens Produkte für strapaziertes und trockenes Haar, weil das ja bei mir durch die Blondierung ja auch schon strapaziert ist. Na? Dann habe ich von Naturebox eine Sprühspülung Reparatur. Habe ich auch schon ausprobiert, gefällt mir auch gut. Das ist auch ein Natur, ja genau, zertifizierte Naturkosmetik ist das und frei von Silikonen, ne? Ja, so schaut das aus. Auch so eine Sprühkur, die drin bleibt. Aus 98% natürlichen Ursprungs, genau. Mit sofortiger Kennbarkeit und so weiter. Also das ist auch schön, ne, zum Reinsprühen in die Haare, um so, ja, eine schnelle Kur ist das, ne? Was ich dazu sagen muss, das ersetzt natürlich keine richtige Haarkur, die ihr auch regelmäßig machen solltet, habt ihr aber beanspruchtes Haar, ne? Also das sind so schnelle Haarkuren, die sind schön, die geben Glanz und alles, aber es ersetzt keine richtige Haarkur, die dann vielleicht 10 Minuten oder länger drin bleibt und ja. Aber davon habe ich halt eine ganze Menge. Ich habe auch diese hier noch, auch von Gliscor, denn die mag ich sehr, sehr gerne. Und das ist die Biotech Resort Express Repair Spülung, genau, mit Zellkomplex und Rosenwasser. Und die soll die Haarfollikel stimulieren und kräftigen, bis zu 90%. Für strapaziertes, beanspruchtes Haar. Und das könnt ihr dann auch ruhig hier schön, ich mache das einfach jetzt mal, bis auf die Kopfhaut machen. Ne? Das darf ruhig auf die Kopfhaut. Es soll ja pflegend auch für die Haarfollikel sein, dass das da dann auch so ein bisschen hinkommt. Ne? Ja. So, ja, genau. Habe ich auch schon einige Male benutzt. Ja, aber ich kann euch jetzt nicht sagen, ob die Haare davon wirklich kräftiger werden oder so. Das habe ich nicht festgestellt, aber ich finde diese Produkte von Gliscor immer sehr, sehr pflegend. Also sie machen die Haare, die sehen gepflegt aus und ja. Und es soll halt auch gleich gut sein für die Kopfhaut und deswegen habe ich mir das mal mitgenommen. Dann habe ich meine Lieblingskur von Schwarzkopf, ne, die Gliscor, diese orange, rote, für strapaziertes Haar. Trockenes und strapaziertes Haar mit Keratinserum und Keratinspiegel.
Express-Sofortspülung, genau. Die habe ich, die hole ich mir immer, immer wieder nach. Die mag ich sehr, sehr gerne. Das war auch die erste, die ich ausprobiert hatte von Gliscor. So habe ich die halt kennengelernt. Und die habe ich auch immer noch da. Ich habe oben auch noch mal eine ganze davon, eine neue, genau, repariert und schützt. Ja, ist wirklich gut für zwischendurch. Also ne, für jeden Tag, würde ich sagen. Dann habe ich hier mal ausprobiert eine Haarkur 13 in 1 Intensivpflege von Isana. Ja, das ist so ein bisschen was Cremiges. Mag ich ja auch sehr, sehr gerne. Genau. Für stark geschädigtes und brüchiges Haar. Ja, 13 in 1 Intensivpflege. Ohne Ausspülen, mit 1000 schönen Extrakt und ohne Silikone. Das ist ja immer schön, wenn das dann alles auch ohne Silikone ist. Weil die Silikone, die würden das Haar ja so umschließen. Und wenn die dann auch noch auf der Kopfhaut liegen, dann kann die Haut gar nicht richtig atmen, ist für die Wurzeln auch nicht so gut. Und am Haar, da würde dann nachher keine Pflege mehr reinkommen. Ne? Wenn ihr dann eine richtige Haarkur macht, kommt die gar nicht mehr durch, wenn so viel Silikon im Haar ist. Aber das kann man ja auch, es gibt ja auch Shampoos, die Silikone wieder rauswaschen. Ne? Viele Produkte sind mittlerweile zum Glück auch ohne Silikone. Finde ich auch sehr, sehr schön. Dann habe ich hier noch eine Gliss-Kur von Schwarzkopf. Die ist auch mit Flüssigkeratin und ja, sofortige Kennbarkeit und Widerstandskraft und Glanz soll die geben. Habe ich auch schon ordentlich benutzt, auch nicht mehr so viel drin. Die benutze ich halt wirklich gerne jeden Tag zwischendurch, ne? Oder nach dem Waschen auch. Sprühe ich mir die einfach nochmal rein. Und was haben wir hier noch? Von Yves Rocher habe ich hier ein Farbschutzspray ohne Silikone. Ne? So schaut das aus, ist von Yves Rocher und sowas finde ich toll. Hat man jetzt dunkle Haare oder dunkel gefärbte Haare und dann in der Sommerzeit, ne, dann, damit die Sonne die Haare nicht so ausbleicht, das sieht dann meistens nicht mehr schön aus, die Farben. Ne? Und da finde ich das toll, aber auch so als Sonnenschutz finde ich das gut für die Haare. Ne? Also als Schutz vor, ja, ob, also dass es herausgeht, die Farbe. Genau, da haben wir ja letztes Mal gehabt, richtiger Sonnenschutz ist ja dies hier. Das war, glaube ich, in der, ich weiß es nicht genau, ich glaube in der Glossy Box. Das ist dieses hier, ein Öl mit Sonnenschutzfaktor, ich weiß gar nicht wie viel. Auf jeden Fall mit Sonnenschutzfaktor. Und das ist so ein Elixier, das du dann auch in die Haare schön einknetest, ein Öl. Und ja, fühlt sich jedenfalls ölig an und soll die Haare vor Sonne schützen. Dann habe ich noch von Garnier wahre Schätze. Dieses hier. Das ist auch für sehr trockenes und widerspenstiges Haar. Genau. Reichhaltige Pflege ohne Ausspülen mit Argan-Mandel. Eine Argan-Mandel-Creme ist das. Riecht richtig schön. Ist schön intensiv. Finde ich toll und das ist etwas, was ich mir auch wiederholen würde. Also die Produkte von Garnier finde ich auch echt gut. Merkt ihr schon, ne? Was haben wir hier? Hier habe ich Biocura, ein Pflegespray. Das gibt es bei Aldi. Habe ich auch mal ausprobiert. Fand ich auch gut. Habe ich jetzt lange nicht benutzt, weil ich jetzt die ganzen anderen in Benutzung habe. Aber auch das habe ich mir zweimal geholt, von daher, also nochmal nachgeholt. Von daher, ich fand es gut. Habe ich schon lange nicht benutzt, muss ich mal weiter benutzen. Ne? Das ist auch für brüchiges, glanzloses Haar. Ne? Mit Nutri Pflegekomplex. Express Reparatur. Ne? Also so ein Spray halt auch für die Haare. Genau. Viele Produkte, die man so ins Haar macht, ohne Ausspülen habe ich. Dann habe ich hier noch etwas, das ist von Avon. Shine heißt das. Und das ist einfach ein Glanzspray für die Haare. Ne? Das soll den Haaren Glanz geben. Glanzspray, genau. Und ja, wenn man mal was Schönes vorhat und möchte schön viel Glanz in den Haaren haben, dann kannst du so ein Glanzspray benutzen. Da habe ich auch noch einiges drin und das habe ich auch echt schon lange, benutze ich nicht so oft, weil die anderen Produkte ja auch schön Glanz geben. Aber ist was Schönes vielleicht, wenn man mal was ganz Besonderes vorhat, nimmt man so ein Glanzspray. Finde ich nicht schlecht. Ich habe auch von Jean and Len ein Keratin-Spray, das drin bleibt.
Das habe ich auch schon ein paar Mal ausprobiert. Finde ich auch sehr schön und pflegend. Jean and Len mache ich sowieso sehr, sehr gerne. Da habe ich ja auch noch hier habe ich irgendwo das Shampoo dazu gehabt. Ja, steht hier so viel. Ah ja, hier habe ich es. Die Spülung ist leider schon leer. Das ist das Shampoo dazu. Muss mir jetzt die Spülung wiederholen. Oh, kann man gar nicht sehen, ne? Blendet. Genau. Auch für strapaziertes Haar, ne? Ist vegan. Und ich habe auch immer diese kleinen Haarkuren. Also was heißt immer? Ich habe die jetzt ein paar Mal jetzt gekauft. Also 3 Stück gekauft und 2 habe ich schon verwendet. Finde ich sehr, sehr schön. Eine habe ich noch und ja, das ist auch von Jean and Len. Keratin-Mandel-Haarkur. Ne, bei so einer richtigen Haarkur, die ihr reinmacht und drin lasst, da könnt ihr euch dann entweder so eine Plastikhaube aufsetzen, ein Handtuch drum, dann trocknet erstmal die Haarkur nicht an. Wenn ihr das so locker lasst und rumlauft, irgendwie Haushalt macht, irgendwas, dann werden die Haare, kennt ihr das, die werden so, dieses Creme, die wird trocken, das Haar wird fest und die wirkt dann nicht mehr. Dann braucht man das gar nicht so lange machen. Aber wenn ihr mal richtig schön lange eine Haarkur einwirken lassen wollt, ist das richtig toll. Das hält ja dann die Haare schön feucht und die Kur, wenn ihr das mit so, ihr könnt auch eine Plastiktüte nehmen, ne, so ein bisschen aufkrempeln, aufsetzen und dann ein Handtuch drüber. Ich mache neuerdings gerne eine Mütze drüber, denn die Wärme intensiviert das ja auch nochmal, ne? Dass das nochmal intensiver wird mit der Haarkur. Und dann lasse ich die auch ruhig eine halbe Stunde drauf. Manchmal auch länger, wie ich Zeit habe halt, ne? Und das ist eben, was ich ja meine, die richtigen Haarkuren, die ersetzen keine Leave-In-Haarkuren. Die sind schön für zwischendurch, auf jeden Fall, immer mal. Aber so 1 bis 2 Mal die Woche, also wenn man strapaziertes Haar hat, sollte man 1 bis 2 Mal die Woche schon auch eine richtige Haarkur machen. Ne? Das tut dem Haar richtig gut, genau. Das hatte ich euch auch schon gezeigt. Dann habe ich noch etwas im Schrank oben gehabt, Olaplex. Einige von euch haben davon vielleicht mal gehört. Das war mal ganz, ganz groß im Gespräch. Das ist die Nummer 3. Dann gab es die Nummer 1 und 2, glaube ich, noch. Und die 1 war etwas, dass du mit der Haarfarbe, also wenn du zum Beispiel blondierst, mit in die Blondierung machst und dann so, wurde so versprochen, die Haare werden überhaupt nicht geschädigt. Du kriegst blonde Haare ohne Schäden. Die sind total gesund. Und meine Freundin war dann auch beim Friseur, das machen lassen. Und das war richtig teuer, war ja halt ganz was Neues, ne? Mit Olaplex. Und als sie mir das immer erzählt hat, habe ich dann auch gleich gegoogelt und geguckt. Und das erste, also diese Nummer 1, die gab es nicht so zu kaufen. Die gab es nur für Friseurgeschäfte. Und die Nummer 3, die habe ich mir dann gekauft. War auch echt teuer. Habe ich ausprobiert. Ist eine schöne Haarkur, ne? Ist jetzt auch so gut wie alle, da ist nur noch unten am Boden ein ganz bisschen drin. Werde ich noch mal einmal benutzen und dann ist das alles. Ja, schöne Haarkur, aber jetzt für das Geld fand ich Quatsch. Sie hat keine Wunder gewirkt, genauso wie meine Freundin. Dann sagte sie, am ersten Tag sahen die Haare wunderschön aus, haben Glanz gehabt, alles. Ne? Sie hat blonde Strähnchen halt gemacht mit diesem Olaplex, hat richtig viel Geld bezahlt. Und nächsten Tag, als sie, oder 2, 3 Tage später, als sie Haare selbst dann gewaschen hat, dann waren die gar nicht mehr so schön, dann waren die Haare doch ein bisschen trocken, weil Blondierung beschädigt das Haar nun mal. Und da hat man wohl noch kein Zaubermittel oder Wundermittel gefunden. Auch wenn es immer mal wieder heißt, es gibt irgendwas ganz besonders Tolles. Habe ich also bis jetzt noch nichts von gehört. Und also was sie so versprochen haben, das hat das dann meistens doch nicht gehalten. Ne? Jetzt hört man ja davon auch kaum noch was. Also ja, ist so. Na, was ich dann auch immer gerne benutze, habe ich einmal schon neu und einmal ist fast alle, von Glisscur, dieses Hyaluron Haarauffüller Shampoo mit Keratin. Finde ich auch richtig, richtig schön und pflegend, ne? Auch schon das Shampoo. Ich hatte auch die passende Spülung dazu, ich weiß gar nicht, ob das diese ist, die ist auch Glisscur, Hair Repair Regenerationsspülung, auch mit flüssigem Keratin. Die ist auch schon fast alle. Ich glaube, die ist schon alle, die kann ich weg tun. Die ist alle. Ja, die kommt dann im nächsten Aufgebraucht-Video nochmal. Genau, also das
hat meine Haare wirklich ein bisschen mehr Griffigkeit, mehr Fülle gegeben. Also man hatte das Gefühl, mehr Haar zu haben, ne? Weil das Keratin setzt sich ja so ein bisschen ums Haar rum. Und Hyaluron ist ja auch ja, auffüllend, ne? Feuchtigkeit. Und deswegen hatte ich schon ein gutes Gefühl. Ich habe sie aber auch ein paar Wochen benutzt, einige Male schon. Und dann ist mir das erst so richtig aufgefallen. Ne? Aber diese Shampoos finde ich richtig toll. Und deshalb hole ich mir das auch immer wieder. Gibt es auch nicht überall. Ihr findet das im Internet, habe ich das gefunden. Und bei Jawohl, bei Rossmann oder bei DM habe ich das nämlich, also genau dieses jetzt, noch nicht gesehen. Komisch, ne? Ja, ist so. Finde ich aber ganz gut. Dann habe ich hier noch ein Shampoo, auch mit Keratin und dreifach Flüssigkeratin steht hier. Das ist in Schwarz. Und da steht, repariert, schützt für langanhaltend schöne Haare. Genau. Das habe ich noch nicht so oft benutzt, ein-, zweimal erst. Aber dann im nächsten Aufgebraucht-Video werde ich dann auch mehr dazu sagen können. Ne, ich benutze die Produkte immer gerne ein bisschen öfter, um was dazu sagen zu können. Genau. Dann habe ich hier von Dove, das hatte ich ja von meiner Freundin bekommen. Und da steht drauf, für reifes Haar. Das war für sie ein bisschen zu intensiv. Und sie hat auch sehr feines Haar, das schnell schwer wird und runterhängt. Und hat sie mir das gegeben. Und für mich ist das gut. Das ist auch ein ja, Leave-In, ein cremiges Produkt von Dove. Finde ich richtig gut. Da steht dann drauf, für reiferes Haar. Damit ist gemeint, für langes Haar. Langes Haar ist ja dann hier, das ist alt sozusagen, ne? Einige Jahre alt schon die in den Längen. Und deshalb für reifes Haar. Fand ich witzig, als ich das gelesen hatte. Habe ich so noch nie gehört, aber okay. Ich habe hier noch was von L'Oreal. Das ist auch so ein Hitzeschutz bis 230 Grad. Ein Styling Primer. Genau, so sieht das aus. Das ist so ein bisschen gelig und riecht ganz angenehm, ganz leicht, ne? Also von L'Oreal. Das könnt ihr euch dann auch so ins Haar verteilen, vorm Föhnen, ne? So ein bisschen Vorbereitung fürs Haarstylen, ne? Riecht auch schön, habe ich schon ein paar Sachen da drin, ne? Aber meine Haare können das ab, die werden nicht so schnell schwer. Die sind ja wirklich auch sehr, sehr fein und ja, dünn. Von daher, die können ruhig viel Pflege ab. Ja, dann habe ich von Balea noch ein Haaröl, Kokos. Finde ich sehr, sehr schön. Ich mag den Duft auch richtig gerne. Aber ich habe auch schon von jemandem gehört, ich glaube, das war Nicole, die sagte, sie mochte da zum Schluss den Duft nicht mehr riechen. Wenn man das jeden Tag verwendet, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber ihr seht schon, ich verwende das gar nicht so oft, weil ich noch andere Öle habe. Und ja, ich wechsle immer ab, aber das muss jetzt endlich auch mal weiter verbraucht werden. So finde ich, riecht es toll. Schön nach Kokos. Sehr intensiv. Genau. Ich hatte dieses Shampoo, glaube ich, in der Goodie Box. Ja, habe ich einmal benutzt. Kann ich auch leider noch nicht viel zu sagen. Für normales und trockenes Haar steht hier. Und das ist ja vegan, Naturprodukt. Das werde ich auch noch weiter benutzen, aufbrauchen und dann im Aufgebraucht-Video mehr dazu sagen. Na? Genau. Dann habe ich natürlich eine Spülung von Pantene, ne? Eine Pflegespülung. Da finde ich alles gut von Pantene. Die Produkte sind wirklich alle toll, die ich bisher ausprobiert habe. Und diese Spülung habe ich mir jetzt neu geholt, aber die hatte ich auch schon ein paar Mal, weil die ist auch richtig schön. Die Haare lassen sich super schön durchkämmen und kriegen Glanz. Ne? Genau. Was habe ich hier? Ist auch fast alle zwei Phasen Sprühkur von Altera, auch Naturkosmetik, fast alle, fand ich gut. Ne? So schaut das aus. Muss ich noch ein bisschen, ein paar Mal kann ich das noch verwenden. Genau. Pflegt und glättet. Ohne Silikone von Rossmann. Ja, genau. Ich habe auch von Aldi noch etwas und das ist auch so eine Haarpflege, ein Fluid von Aldi. Ist auch in Cremeform, dass du reinmachst und ja, drin lässt, brauchst du nicht ausspülen. Fand ich auch sehr schön. Das ist mit Macadamia Spirit Repair and Shine Haarpflege Creme Fluid. Soforthilfe für geschmeidigen Glanz. Hm.
mit Arganöl. Arganöl finde ich ja auch toll für die Haare, ne? Ja, genau. Habe ich viele Sachen mit Arganöl. Dann habe ich ja noch hier, was weiß ich, das ist, benutzt mein Mann immer, das hatte ich auch schon in einem Video gesagt. Das ist mit Koffein ein Shampoo von Lidl, ne? Zin ist ja diese Hausmarke, denke ich. Die haben halt immer diesen Namen da drauf. Und dieses Shampoo mit Koffein, da ist mein Mann sehr zufrieden, haben wir auch schon wieder nachgekauft. Denn er hat manchmal so ein bisschen Haarausfall und das ist wirklich fast weg, wenn er Koffein-Shampoos benutzt. Er hatte ja auch das von Ahuhu, also von M. Asam Ahuhu mit Koffein, fand er auch toll. Ist aber alle gewesen, haben wir dieses ausprobiert und das findet er auch toll. Und jetzt sind wir erstmal da dran. Möchte ich auch nochmal ausprobieren, manchmal habe ich ja auch so ein bisschen mehr Haarausfall. Dann hatte ich hier noch von ein Shampoo, das habe ich schon ein bisschen länger, Jörg Wilken. So, dieses hier, das war in der Glossy Box. Und das hatte ich ein paar Mal verwendet, also ist halb leer jetzt. Das fand ich nicht ganz so toll. Ich glaube, das war für mich sogar ein bisschen zu reichhaltig. Also die Haare waren nicht so schön danach. Fühlten sich nicht so locker und leicht an. Das tatsächlich war nichts für mich. Ne? Wet and Shine. Genau, dann habe ich von Ahuhu noch das Keratin-Shampoo. Das hatte ich mir ja mehrmals geholt. Das gibt dem Haar auch mehr Fülle. Da braucht man aber unbedingt die Spülung zu. Also ich meine, ich empfehle sowieso und ich mache es auch immer. Ich mache immer eine Spülung nach dem Haare waschen, weil eine Spülung schließt die Schuppenschicht wieder und das gibt dem Haar Glanz. Außerdem beim Kämmen kommt ihr besser durch und reißt euch die Haare dann ja auch nicht kaputt. Ne? Wollte ich sowieso noch ein bisschen was zu sagen. Also auch beim Shampoonieren. Na, dass ihr das, meine Schwester sagte letztes Mal, sie hatte so, sie hatte das auch verwendet und dann wohl nur das und dann waren die Haare nicht mehr durchzukämmen. Und dann sagt sie, sie hat so richtig schön so gemacht. Ich sage, um Gottes Willen, na, auf der Kopfhaut so, ist ganz klar, Haare waschen, aber die Längen, na, da gehe ich immer nur so durch, nur so, na, mit dem Schaum. Also da würde ich niemals ruppeln und alles zusammen, weil das ist umso schwerer durchzukämmen und das ist alles viel schonender für die Haare, wenn ihr das wirklich in den Längen, wenn ihr lange Haare habt, so macht. Sie hat lange Haare und hat schön und sagte, da kam sie, konnte sie ganz schlecht durchkämmen. Also da braucht man wirklich, das ist ja auch mit Keratin und bringt auch was, ne, dass die Haare sich voller anfühlen. Aber dann müsst ihr echt hinterher die Spülung machen, sonst kriegt man die Haare ein bisschen schwerer durchgekämmt. Genau. Und dann hatte ich ja hier die Naturkosmetik von Niche Beauty Lab, ne? Das ist eine spanische Firma. Da hatte ich mir jetzt zuletzt noch mal ein Shampoo und eine Spülung gekauft, ne? Auch für trockenes Haar und das war ja ganz toll, auch für die Kopfhaut, gegen juckende Kopfhaut, gegen Schuppen und so weiter soll das helfen. Ich fand auch das Shampoo gut von der Wirkung auf den Kopf und vom Haargefühl, aber das Shampoo ist, das ist ja so gelig, da kommt ja schon wieder ein bisschen was raus, das ist so gelig. Oh, ich mach mal zu, kommt immer mehr raus. Und dieses, als ich das so auf der Hand hatte, war das so krümelig. Das war ein bisschen doof. Dann habe ich das mal so gemacht und dann im Haar verteilt. Es schäumt auch nicht besonders doll. Was ich aber gut finde, weil ein Shampoo, das sehr, sehr stark schäumt, da könnt ihr dann davon ausgehen, dass da viele Salze drin sind, also Sulfate, die das ja zum Schäumen bringen. Das wiederum trocknet aber Kopfhaut und Haare aus und deshalb finde ich gar nicht schlimm, wenn ein Shampoo nicht so doll schäumt. Das ist nicht verkehrt. Also es schäumt ein bisschen, dass man dann das Gefühl hat, es wird sauber und ja gut, Schaum macht die Haare auch besonders sauber, ne? Das ist klar, aber ja, wir haben ja nun, wir waschen unsere Haare ja oft, wir haben ja nicht so schmutzige Haare, ne? Also, genau. Und die Spülung fand ich richtig toll. Und das gab es ja alles im Angebot, in dem Secret Sale für 2,99 €, Naturkosmetik halt, ne? Ja, fand ich richtig gut. Das ist die, der Conditioner dazu. Ja, hat mich überzeugt, finde ich klasse. Dann hatte ich euch erzählt, dass ich ja endlich mal mir ein festes Shampoo gekauft habe. Ich habe so oft vom festen Shampoo gehört, habe das aber immer wieder hinausgezögert und konnte mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich toll ist, aber ich habe Gutes gehört. Und habe mir dieses hier geholt, ne, von Wahre Schätze, also von Garnier, Wahre Schätze. Auch für strapaziertes Haar soll pflegend sein.
Und ich habe es auch noch nicht oft gebraucht, da hat man ja auch lange was von. Das habe ich nämlich jetzt eine ganz lange Zeit immer benutzt, seit ich das gekauft habe. Also es soll reparierend sein, ne? Genau. Und ich finde es gut, es ist auch pflegend. Das ist ein Shampoo halt, ne? Wie gesagt, ich mache immer Spülung noch hinterher, aber es fühlte sich gut an. Ich merke das dann ja auch beim Waschen schon, ne? Ich gehe da meistens auch noch mal so ein bisschen so durch und dann weiß ich auch gleich, wie ist das, ne? Und deshalb fand ich echt gut für ein Trockenshampoo toll. Und es ist natürlich auch klasse, weil du hast keine Plastikverpackung, nichts mehr. Du hast nur diese kleine Pappschachtel und da ist das Stück Seife drin. Ist ja auch sehr gut für die Umwelt. Deswegen finde ich die Sache gar nicht schlecht mit den kleinen festen, habe ich Trockenshampoo gesagt? Feste Shampoo. Genau, finde ich nicht schlecht. Ich habe hier noch ein Shampoo, das habe ich mir gekauft und noch nicht ausprobiert. Ich glaube, dass ich das gekauft habe. Ich glaube nicht, dass ich es in der Box hatte. Ne? Langhaarschatz von Garnier. Da bin ich auch gespannt drauf. Das werde ich noch ausprobieren. Werde ich euch dann auch in einem Aufgebraucht-Video sagen. Seidiges Pflegeshampoo steht hier, ne? Für langes Haar und brüchige Spitzen. Genau. Dieses hier. Bin ich gespannt. Das probiere ich auch noch aus. Dann kommen wir mal zu meinen. Erstmal hier von Lidl. Da hatte ich mir aus dieser, das war eine Sonderserie mit Shampoo, Spülung und Haarkur. Das ist die Haarkur. Diese hier war mit Ölcare Intensivkur mit wertvollem Macadamiaöl. So, hat sich einfach die Kamera gedreht und die rote Wand gefilmt. Also mit wertvollem Macadamiaöl. Und die ist richtig schön pflegend, fand ich gut. Gibt es leider nicht mehr. Das ist immer so, nur so besondere Sachen, die sie dann mal da haben. Ne? Nicht im regulären Sortiment. Genau wie das hier mit Keratin. Da hatte ich, glaube ich, auch ein Video zu gemacht. Na, da gab es Shampoo, Spülung und Keratin-Haarkur. Auch richtig gut von Zin. Also wenn man da mal diese besonderen Sachen hat, einfach mal ausprobieren. Die sind wirklich gut, muss ich sagen. Also fand ich toll. Dann ja sowieso von Garnier wieder Fructis, genau, Banana Hair Food. Eine richtig tolle Haarkur. Na, kann ich auch jedem empfehlen, kann ich wirklich gut weiterempfehlen. Die ist richtig klasse. Der Geruch ist auch toll. So schön nach Banane. Finde ich richtig lecker, riecht das. Und genau, das ist für trockenes Haar. Genau. Ist vegan und so weiter. Mit pflanzlichen Ölen, genau. Also richtig schön. Habe ich mir ja auch schon nachgekauft, war, hatte ich schon einmal aufgebraucht. Finde ich toll. Dann kommen wir ja mal zu meinen absoluten Highlight. Das ist immer noch dieses hier, Shu Uemura. Da hatte ich mal ein Shampoo in der Glossy Box und habe mir eigentlich nicht viel davon versprochen. Wasche meine Haare damit und ich habe euch ja schon erzählt, ich gehe da auch so immer durch. Und es war so schön weich, als hätte ich schon eine Spülung drin. Und deshalb war ich dann ganz neugierig, habe ein bisschen nachgelesen, was ist das für eine Firma. Also eine japanische Kosmetikfirma, die sich so spezialisiert haben auf Haarpflege. Und die haben halt ganz verschiedene. Dieses, was ich mir ausgesucht habe, sieht auch, finde ich, immer sehr edel aus. Ne? Ist jetzt auch schon fast leer, nur noch bis hier. Muss ich mir wieder nachbestellen. Die haben verschiedene Sorten. Dieses hier, wie gesagt, ist für strapaziertes Haar. Und das ist auch das, was in der Glossy Box war. Auch das, was ich sowieso bevorzuge, immer wegen meiner Blondierung und so, weil ich die Haare immer blondiere. Ne? Genau. Die Spülung, einmal Shampoo und die Haarkur. Und wenn man diese drei Produkte zusammenkauft, die sind schon teuer, ne? Also einzeln sind sie noch teurer und es gibt immer Angebote für alles drei zusammen knapp 100 €. Das war das Günstigste, was ich bis jetzt gesehen habe. Aber ich hatte das dann auch für meine Schwester einmal bestellt. Die ist so begeistert, muss ich jetzt wieder neu bestellen. Bei ihr ist das alle, weil sie ja nur das benutzt. Ich habe ja noch meine anderen Produkte, die ich dann immer zwischendurch noch verwende. Und ja, möchte sie unbedingt, dass ich ihr das nachbestelle, ist sie begeistert. Die Haare haben schönen Glanz davon, sagt sie. Haben sie auch, fand ich auch. Also, so ist das nicht. Das ist so mein Lieblingsprodukt. Genau.
Und ja, dann ist mir halt aufgefallen, ich wurde schon ein paar Mal gefragt, warum kann man nicht jetzt erst Spülung machen nach dem Shampoo und dann eine Haarkur? Dann dachte ich, das erzähle ich noch mal kurz. Und zwar, ja, erstmal schamponiert ihr eure Haare, dann kommt die Haarkur, weil die Haare ja nass und ein bisschen offen sind. Also die Haare sind, das müsst ihr euch vorstellen, das ist eine Schuppenschicht. Und eine Spülung schließt die Schuppenschicht. Und dann würde die Haarkur ja auch nicht mehr so gut da reinkommen. Also erst schön lange Haarkur einwirken lassen und danach Haarkur ausspülen und die Spülung drauf. Und dann schließt sie die Schuppenschicht und dann habt ihr perfekt glänzende Haare. Also das umgekehrt wäre Quatsch. Das ist unnötig. Ne? Genau. Ja, das ist meine Haarpflegesammlung gewesen, einige Produkte und die muss ich auch unbedingt mal langsam aufbrauchen, das ein oder andere. Ja, genau. Und ich habe mir vorgenommen, ich kaufe mir erstmal nichts Neues. Ich werde das jetzt erstmal aufbrauchen und dann gibt es Neues. Weil, also wenn es um Haarpflege geht, da könnte ich ja immer kaufen. Na, dies und das und immer mal hört man hier und da was. Ich will am liebsten alles sofort ausprobieren. Aber ich habe jetzt eine ganze Menge da und das muss erstmal aufgebraucht werden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal.